So, hallo Leute, da bin ich wieder. Oh, Moment. Ich hoffe, dass das jetzt alles ein bisschen besser passt. Ich mache alles wieder ein ganz kleines Stück lauter. Weil, ja, das Mikrofon sollte wieder lauter sein als vorher. So ist das, glaube ich. Jetzt müsste es besser passen mit diesem Headset sowieso. Gut, wir sind bei der dritten Mission. In der Zwischenzeit starte ich einfach. Source Power Station will allow us to start up our new VAT form. Production process around. Sind wir Ökos? Die bösen, bösen. Und, Firmen, die die Umwelt ausbeuten und immer nur Gewinne, Gewinne, Gewinne wollen. Ich sollte viel öfter Gewinne, Gewinne, Gewinne machen. Broadcasting Facility. Vermutlich wieder irgendein blaues Gebäude mit blauen Wänden und blauen, halbhohen Wänden und eine Menge Zeug da drin. Gut, ja, wir wollen irgendwie das übernehmen und die Leute auf unsere Seite durchbekommen durch diese Broadcasting-Station. Sounds reasonable. Okay, wir müssen da rein. Wo? Das klingt doch viel besser wie ein Plan. Irgendwie mag ich den Typen, der ist so schön sarkastisch. Gut, vier Gegner. Ich habe drei Typen und er, der nichts machen kann. Ja, Shotgun wäre echt nicht schlecht für meine Typen, weil, wow, das hier ist alles sowas von. Ja, wenn ich dahin ziele und er einfach nur durchrennt, hilft mir das gar nichts. Darum gehe ich mit ihm. Erstmal dahin. Und schieße nach rechts, hierhin. Master kann man sehen, oder? Oh, bin ich mir gar nicht sicher, das wäre blöd, wenn man nicht. Muss ich mal kurz gucken. So, da bin ich wieder. Nur kurz geguckt, ob man den Mauszeiger sieht, weil das wäre echt mies für so ein Spiel, wenn man den Mauszeiger nicht sieht. Und wow. Gut. Ah, ist ein bisschen blöd. Du gehst auf jeden Fall erstmal dorthin. Und dich verstecke ich auch da drin. Was wird er machen? Er könnte hierhin. Das testen wir auch als erstes mal aus. Und er guckt auch raus. Kurz gesagt, da darf ich dann nicht so einfach dorthin. Nehmen wir den dann lieber zurück und bewegen ihn erstmal dorthin. Ihn lasse ich einfach mal so da stehen. Ja, er wird von da unten so weniger schießen. Gut, was passiert denn, wenn er stattdessen hierhin geht? Ich sollte das gewinnen, da ja. Da kann man nicht viel verändern. Lass ihn so schießen. Gucken wir, was passiert, wenn er in die Richtung geht. Gut.
Nochmal, was passiert, wenn er da rausgeht? Er kann eigentlich nur überleben, wenn er dort... wo schicke ich ihn nochmal hin? Dort. Was passiert, wenn er... das macht? Reicht das von der Zeit? Nein, aber dann bin ich trotzdem tot, glaube ich. Die Alternative wäre, ihn hier oben zu lassen, damit ich ihn auf jeden Fall töte. Ich glaube, das mache ich auch. Ich meine, wenn der hier unten rumgeht, kann ich sowieso nichts gegen ihn machen. Ich gehe einfach mal dann bis hier und sage Go! Ich hoffe mal, dass ich diesmal nicht ganz so oft versage. Ach, okay, er bleibt da einfach drin. Was hast du dagegen? Ich finde, das ist ein schöner Ort für dich. So, das stört uns nicht mehr. So. Du kannst halt einem, falls ich uns drin hatte. Dann gehst du hier hin und zielst in die Richtung. Das reicht nicht, um ihn zu treffen. Es wundert mich echt, dass ich ihn nicht so treffen kann. Gut. Und zur Sicherheit, ich hätte echt gern Granaten oder irgendwie sowas. Gehe ich mit ihm hier hin und ziele in die Richtung. Aber mit einer Zeitverzögerung von einer Sekunde, sagen wir einfach mal. Mache ich sogar noch etwas. Höher. Einfach, falls er in die Richtung zielt, obwohl, war kurz, sein Field of View könnte er so ändern. Gucken wir nochmal, was jetzt passiert. Okay, das sollte ich, das lösche ich und ich bewege ihn dann lieber in die Richtung und ziele dorthin. Obwohl das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Erst noch in die Richtung. Obwohl, bis er dort ist, ich dann weg. Gucken wir nochmal. So, du bleibst einfach dabei. Du guckst weiter in die Richtung. Gut, denn wenn er das abdeckt, soll er den hier nicht töten. Ich gebe ihm noch einen leichten Vorsprung. Mache ich noch etwas höher. Sinn ist einfach, wirklich, dass sollte er weiter in diese Richtung gucken, tötet er ihn. Wenn er sich umdreht und die beiden Eingänge abdeckt, tötet er ihn anschließend, weil ihn werde ich dann vielleicht verlieren, aber... So, testen wir es nochmal. Damit bin ich zufrieden. Du gehst mal. Cancel aim. Nur zur Sicherheit, ich weiß nicht, ob ich es drin habe. Dorthin, falls er sich rausbewegt. Und du wartest dort und... Das muss für die Runde reichen. Ja,
Ich habe ein paar Multiplayer-Spiele inzwischen auch gemacht, inzwischen auch mal die ersten gewonnen. So. Gut. Ich find's nett, dass der immer noch da drin steht. So, Cancel Aim. So, was passiert, wenn er dorthin geht und ihn lasse ich sowieso daraus. Er wird ihn nicht sehen. Das ist doch schon mal gut. Nochmal kurz etwas weiter, aber ich komme durch. Dort habe ich vermutlich ein Problem. Vor allem, wenn ich hier kein Cancel Aim mache. Gut, das ist so zu erwarten. Also darf ich dort nicht raus, sondern ich muss hier hin. Das sollte für einen Zug reichen. Und mit dir Cancel Aim. Geh mal dorthin und das reicht. Und Davis bleibt erstmal weiter stehen. Ist schon mal gut, dass wir den da oben wegbekommen haben, ohne einen eigenen zu verlieren. Die Shotgun macht mir zwar noch ein bisschen Sorgen, weil in den engen Räumen... Milk? Ah, shit. So stellt er sich hin. Gut, mit der Deckung sollte ich dort eigentlich relativ gute Chancen haben. So, du gehst bitte dahin. Ja, das sounds reasonable. Und reicht mir. So, die Züge gehen gerade wieder etwas schneller. Dumm, dass ich den einen verloren habe. Es wird ganz schwer, da überhaupt reinzukommen. Okay, vier... Keiner von denen bewegt sich. Joho. Schön, dass ihr deren Verstärkung ausgeschaltet habt. Ich brauche Verstärkung hier. Bewege ich dorthin. Und dort möchte ich mal gucken, was passiert, wenn ich so. Okay, das ist schon mal schlecht. Muss ich ja schon fast so gehen. Und wenn er hinten rum geht. Ich setze dich erstmal. Oh Gott, was ein Weg. Nur dorthin. Du hältst Stellung. Ja. Zug 5, hab noch einige Züge. Spielraum, das sollte ich auch ausnutzen.